Mit tollen Haushaltsprodukten melden wir uns zurück hier bei Pearl TV. Und es ist eine meiner absoluten Lieblingssendungen, weil es sind Produkte, die wir Ihnen heute präsentieren dürfen. Sie sehen es hier schon an mir. Ich habe hier den Bademantel an. Und der Bademantel an sich ist eins oder das Lieblingskleidungsstück von mir. Das kann ich ganz klar so sehen. Die Kollegen werden es Ihnen bestätigen. Ich habe immer, wenn es geht, einen Bademantel an, weil ich es einfach so komfortabel finde. Und auch wenn ich nach Hause komme, das Erste, was ich anziehe, ich gehe duschen und ziehe direkt meinen Bademantel an und den kann ich den ganzen Tag tragen. Also ich bin totaler Fan von Bademänteln, ist wirklich so. Ich finde, es gibt nichts Bequemeres als so einen tollen Bademantel. Und wir haben da einige Bademäntel heute für Sie im Programm in Weiß und auch in einem Grauton. Und dann können Sie mal schauen, vielleicht entdecken auch Sie den Bademantel für sich. Ja, und wenn jetzt der ein oder andere meint, Kathi hätte ein klein wenig übertrieben, nein, hat sie nicht. Nee. Zwischen jeder Sendung sofort Bademantel übergezogen. Aber ich finde es auch sehr, sehr angenehm. Ich bin eigentlich gar nicht so der Bademanteltyp, nur wenn ich in die Sauna gehe, dann trage ich den gern. Und da sind diese Bademäntel also wirklich hervorragend. Sie kennen das vielleicht mit den etwas längeren Fuseln, sage ich. Und dann, wenn man nass da reingeht, ist es gar nicht so angenehm. Aber hier haben wir jetzt einen, der ist sehr, sehr angenehm und hat gleichzeitig noch diesen Effekt, dass man sich auch, wenn man nass reinschlupft, drin wohlfühlt. Ja, also ich finde, der hat einen wahnsinnigen Kuschelfaktor, oder? Ja, das ist ein Frotte-Bademantel, 100% Baumwolle hier, der gesamte. Sehr, sehr angenehm zu tragen, ganz, ganz weich. Er hat so ein bisschen diese Handtuchqualität. Wir haben hier oben dieses sehr edel aufgestickte Emblem hier oben und wir haben die großen Taschen. Generell natürlich auch den Gürtel, den jeder Bademantel hat, was ich halt wirklich super finde, weil ich ziehe den einfach an, mache den Gürtel zu, der ist super warm, der hält mich schön kuschelig und ich habe hier diese großen Taschen. Da stecke ich mal alles rein, was ich brauche und dann bin ich warm eingepackt, dann geht es mir gut, dann bin ich komfortabel und wenn ich zu Hause rumlaufe, kann ich auch so mal jemandem die Tür aufmachen, das ist kein Problem. Ich kann auch mal raus auf die Terrasse gehen, das ist auch überhaupt kein Problem. Ich habe einfach ein sehr, sehr komfortables Kleidungsstück, in dem ich mich 100% wohlfühle. Und das werden Sie bestimmt auch tun in diesen tollen Bademänteln. Sie sind nicht nur nach dem Duschen oder nach dem Saunagang, sondern wirklich im gesamten Tag sehr, sehr angenehm zu tragen. Also ich bin da totaler Freund von. Ja. Ich mag die total gerne. Was ich besonders schön finde, ist, dass es den endlich auch mal komfortabel in meiner Größe gibt. Weil oftmals, meine Herren, Sie werden das kennen, wenn Sie so, ich sag mal, ähnlich wie ich gebaut bin, dass es oftmals nur für die Models Bademäntel gibt, die gut aussehen. Aber den finde ich besonders schick. Ich ziehe ihn jetzt mal aus, um Ihnen noch ein bisschen was zu zeigen. Und zwar besonderes Qualitätsmerkmal, auch hier diese Schlaufe. Das ist nicht irgendwas Billiges, den kann ich hinhängen. Da sehen Sie es, auch wenn ich mal in der Sauna oder im Bad bin, der hebt. Und ich finde, der ist auch sehr, sehr angenehm zu tragen. Und warm und kuschelig, das hast du gerade gesagt. Deshalb habe ich ihn jetzt auch wieder ausgezogen, weil Sie sehen, ich habe meine volle Montur noch an. Und dann ist es sogar hier im Studio ein klein wenig zu warm. Aber das spricht ja absolut für diesen Bademantel. Ich war erst am Wochenende wieder in der Sauna. Ja. Und dann habe ich es wirklich geliebt, diesen Bademantel anzuziehen. Und er fühlt sich auch richtig toll an und macht auch, wenn es dann ein bisschen nasser wird, eine hervorragende Figur und fühlt sich weiterhin genauso warm und kuschelig an, wie auch in trockener Version. Und also ich kann auch oben mal diesen tollen Kragen zeigen, weil den finde ich auch so schön. Wir haben hier diesen ganz, ganz breiten Kragen oben. Da kann man sich auch so richtig einmuscheln. Gerade wenn es da so ein bisschen frisch ist, wenn Sie vielleicht wirklich aus der Sauna oder aus der Dusche kommen, da machen Sie den so kuschelig zu. Schauen Sie mal. Ist das kuschelig? Ganz, ganz weich hier. Eingepackt. So muss das sein. Ja, und den haben wir natürlich in allen Größen, also dass Kathis und Ralfis gleichermaßen versorgt werden. Also von Größe S bis Größe XXL ist alles. Wir werden Ihnen dann auch gleich noch eine Schautafel zeigen, in der die verschiedenen Größen mit ihren Bestellnummern gezeigt werden. Aber ich finde es toll, so einen kuscheligen, pflegeleichten und sehr, sehr angenehmen Bademantel, dass wir den Ihnen gerade mal für 36 € und 1 Cent anbieten können. Und hier haben wir die verschiedenen Größen. Sie sehen es, von Größe S bis XXL, suchen Sie sich Ihre Größe raus, 36 € und 1 Cent ist der Preis. Ich trage jetzt Größe S, also das ist sehr, sehr größenecht, würde ich sagen. Ganz, ganz groß, auch die großen Größen, sehr, sehr schön zum Ankuscheln hier gemacht.
angenehm zu tragen. Was ich auch schön finde, wenn wir hier uns die Arme anschauen, das ist hier noch so toll abgesetzt mit so einem Bündchen. Sehen das hier? Da sieht man das schön in der Kamera. Toll umgenäht hier, wirklich kuschelweich, auch von innen. Waschbar bei 30 Grad, also die haut man dann wirklich ganz schnell in die Waschmaschine, macht die wieder schön frisch. Die werden auch wieder schön kuschelig, muschelig. Und dann macht das ganz toll Spaß. Ich liebe das, gerade dieses Gefühl, wenn die frisch aus der Waschmaschine kommen. Das ist auch so mein Lieblingsgefühl, wenn die frisch getrocknet sind und noch so ein bisschen nach Waschpulver riechen. Dann ziehe ich die am liebsten an, wenn man sich so darin einkuschelt. Das ist so wirklich ein tolles Kleidungsstück. Probieren Sie es mal aus. Jetzt hat uns Kathi gerade gesagt, sie hat S. Ich hatte gerade XXL an, aber wenn ich jetzt auch nur im Sauna-Outfit wäre, würde mir auch ein XL reichen. Also damit Sie ungefähr einschätzen können, was für eine Größe Sie denn brauchen. Ich finde es in Weiß sehr, sehr stilvoll, gibt toll was her. Die Bestellnummern haben Sie gesehen. Können Sie auch gerne noch mal im Internet nachschauen auf pearl.tv. Und der Preis 36,01 €. Aber wir haben den ja nicht nur in Weiß. Nein. Sondern wir haben da noch mehrere Farben. Und da hole ich jetzt gleich mal den nächsten und ziehe den mal an. Jetzt werden wir ein bisschen dunkler. Und ja, weil manche möchten ja kein Weiß. Die tragen dann lieber ein Anthrazit, gerade die Herren. Und da haben wir auch was. Ja, ich trage ihn jetzt auch einfach mal drüber. Das ist jetzt wieder Größe XXL. Aber Sie sehen, ich hätte da noch genug Platz. Also XL würde mir reichen. Nur damit Sie wieder eine Größeneinschätzung haben. Schöner Gürtel dabei. Und auch hier wieder natürlich genau die gleichen Qualitätsmerkmale wie gerade eben. Er ist schön lang, trägt sich sehr, sehr gut, ist sehr angenehm und eben auch sehr saugkräftig. Das ist für mich wichtig, weil ich eben der Bademanteltyp in der Sauna bin. Kathi trägt den ganzen Tag. Also das müssten Sie wirklich mal erleben. Wenn Sie mal in der Nähe sind, schauen Sie mal, wenn jemand vor der Tür im Bademantel rumläuft, egal ob Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Das ist Kathi Steiner. Ja, aber ich finde den auch so komfortabel. Wir sehen es ja jetzt an dir. Du schmeißt den dir über, egal was du anhast. Gerade auch wenn du nach Hause kommst, ist vielleicht ein bisschen frisch. Die Heizung ist noch nicht richtig an oder so. Mhm. Ich liebe das. Ich schmeiß mit dem Bademantel über. Du hast auch hier wieder bei dir, man sieht es hier schön, die großen Taschen, die hier aufgesetzt sind. Du kannst da alles reinstecken. Ich habe da immer alles drin. Zigaretten, Schlüssel, Feuerzeug und so weiter. Das kommt passt, da alles rein. Passt wirklich viel und rein, du hast auch hier bei dir wieder diesen großen Kragen hier oben. Schau mal, wenn ich den hier hochklappe, schau mal, wie schön du dich eingemuschelt bist. Dreh dich mal ein bisschen. Ja, dann sieht man das auch so nach hinten. Da zieht nichts rein. Gerade wenn Sie mal sitzen und ein schönes Buch zum Beispiel lesen, ist so ein bisschen kalt auf der Couch, es zieht so ein bisschen von hinten. Einfach hier hochklappen und schon sind Sie eingemuschelt und warm, ganz komfortabel. Morgens ist das das Gefühl, morgens aufzustehen, den Bademantel anzuziehen, zur Kaffeemaschine einen schönen Kaffee kochen und dann im Bademantel schön raussetzen, auf die Terrasse und den ersten Kaffee genießen. Das ist Lebensgefühl. Das ist es für mich. Ja, es ist wirklich flauschig. Man fühlt es sofort, also so, ob man so drüber fährt oder ich habe ihn ja eben am Wochenende direkt auf der puren Haut gehabt. Man fühlt sich einfach wohl. Und auch wenn man dann ein bisschen feuchter ist, einfach reinschlupfen nach dem Duschen, nach der Sauna, so wie ich, oder einfach nach dem Aufstehen. Er hat einen hohen Kuschelfaktor. Ich habe ihn jetzt offen, weil hier im Studio ist es ein bisschen warm. Ich bin ja immerhin komplett angezogen und dann noch Bademantel drüber. Aber eben, ja, ich sag mal, in der Übergangszeit, auch am Abend, wenn man dann einfach mal nach dem Duschen rauskommt oder wie Kathi vom Arbeiten heimkommt, Bademantel überwerfen. Bequemes Kleidungsstück, vielleicht besser als die übliche Jogginghose oder Leggings. Ja, ich finde es super bequem. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich hole mir noch mal kurz einen, dann kann ich Ihnen auch noch mal zeigen, wie das mit den unterschiedlichen Größen ist. Hier haben wir das noch mal. Da können wir auch sehen, das ist jetzt hier zum Beispiel eine ganz normale Größe L. Auch hier mit diesem schönen Logo aufgestickt. Wir haben auch hier dieses tolle Frotte-Material, 100% Baumwolle. Oben die Schlaufe, um den Bademantel wieder toll aufzuhängen. Die ist halt wieder eingenäht. Das ist hier auch immer ganz wichtig, dass die so schön eingenäht ist. Daran erkennt man das immer, weil normalerweise ist nur dieser Waschschnippel quasi dran. Hier nochmal extra zum Aufhängen, diese schöne eingenähte Schlaufe. Auch hier wieder dieser große, schöne Kragen, toll gemacht, hier toll gearbeitet. Den Gürtel natürlich. Und auch hier, wenn wir uns die Ärmel anschauen, sehen wir wieder dieses tolle Bündchen hier. Ganz, ganz schick hier abgesetzt, nochmal so. Also das trägt sich wirklich gut, das fühlt sich gut an. Ja, und waschen kann man ihn übrigens auch, gerade bei 30 Grad in die Maschine. Schmeißen bitte nicht mehr, sonst geht er entsprechend vielleicht ein, aber 30 Grad überhaupt kein Problem. Bisschen Weichspüler noch rein, dann riecht er noch. Oh, das ist dann so Kuschelfaktor hoch 5. Also wirklich eine tolle Sache, um sich daheim richtig schön einzukuscheln, sich einfach mal wohl zu fühlen, ohne viel anzuhaben, einfach nur den Bademantel drüber ziehen oder
ja, als alleiniges Kleidungsstück kann man auch. Und man kennt das oft, man ist noch nicht angezogen und man muss an Briefkasten oder kurz mal runter. Ja. Ja, da ist es doch am schnellsten, Bademantel überzuwerfen und kurz mal runter zu huschen. Ja, schaut einen keiner komisch an und man fühlt sich richtig angepackt. Ich habe eine tolle Story zu Bademänteln übrigens gerade. Ja, ich war am letzten Wochenende ja zu Hause und da war ich dann auch im Bademantel, weil wir abends noch weggehen wollten. Also ich hatte geduscht, hatte dann meinen weißen Bademantel angezogen und wir hatten Pizza bestellt. Und dann kam der Pizzabote und hat dann geklingelt. Ich mach die Tür auf im weißen Bademantel. Und dann fuhr der wieder und ging wieder raus. In dem Moment kam ihm draußen mein Bruder und meine Schwägerin entgegen, die bei den Nachbarn zum Saunieren waren und auch weiße Bademäntel trugen und in den weißen Bademäntel dann zurückgelaufen kam. Der dachte auch, was ist das denn, die alle in weißen Bademanteln? Also ja. Der war bestimmt ein bisschen irritiert, der Pizzabote, aber na gut. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ich hab auch den weißen, aber ich weiß jetzt auch nicht, welcher schöner ist. Ich finde beide sehr, sehr toll. Es ist einfach Geschmackssache, ob dieses Anthrazit, also schwarz, oder dieses weiß besser zu Ihnen passt. Am besten eine Farbe für die Frau, die andere für den Mann. Und dann hat man beide Farben zu Hause. Und hier sehen wir auch mal den Überblick über die Größen. Ich sage Ihnen jetzt nochmal die Bestellnummern im Einzelnen. Größe S hat die NC8580 und die 569. Größe M die NC8581 und die 569. Dann haben wir L, NC8582 und die 569. Die XL, die NC8583 und die 569. Und das größte, die XXL, NC8584 und die 569. So, das waren die Weißen nochmal, Entschuldigung. Jetzt haben wir die Anthraziten oder die Schwarzen. Und hier sehen Sie auch nochmal die Bestellnummern. Hier auch von Größe S bis Größe XXL für jeden etwas dabei. Suchen Sie sich da bitte die passende Größe aus oder sagen Sie den Damen und Herren einfach im Callcenter, wenn Sie anrufen, unter der 0180 51 51 3x2. Sie hätten gern den Baumwoll-Frottee-Bademantel in der passenden Größe und natürlich die Farbe nicht vergessen. Dann suchen Sie die Ihnen auch noch raus. Wirklich sehr, sehr schön, tolle Qualität. Sie werden begeistert sein, egal ob Anthrazit oder Weiß. Also es sind tolle Kleidungsstücke, wie gesagt, mein absoluter Favorite hier. So, aber zu einem Saunagenuss gehört natürlich noch viel mehr und auch bei vielen, vielen anderen, bei vielen anderen Anlässen, nämlich wunderbar perfekte Handtücher. Kathi, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rüber. Ja, gerne. Und wir haben hier ein ganzes Sortiment. Und zwar richtig tolle. Ich war ja so begeistert. Das sind unsere tollen hier Handtücher bzw. Badetücher von Wilson Gabor. Das ist wirklich Traumqualität, Premiumqualität. Und hier sehen wir diese unglaublich satten Farben. Mhm. Das begeistert mich immer so. Das sind Handtücher, die sind wirklich was ganz, ganz Besonderes, weil die so schöne Farben haben. Und wir sehen hier mal die ganze Farbpalette. Wir stellen Ihnen heute einige vor, auch in diesem schönen Baumwoll-Frottee-Material. Das Tolle an dieser Wilson-Gabor-Qualität ist, also wir kommen zu so ein paar Highlights, die zeigen wir Ihnen gleich. Das Tolle ist auf jeden Fall diese unglaublich dicke Qualität, die wir hier haben. Das ist wirklich so richtig dickes Baumwoll-Frottee. Ganz, ganz saugstark und unglaublich weich. Ja, wie ich mich vorhin ja schon geoutet habe, ich gehe gerne in die Sauna. Und da hat man oftmals so, die normalen Duschtücher sind einfach zu klein. Und hier haben wir die wirklich die XXL-Version, nämlich 1,80 Meter. Und ich mache sie jetzt mal auf. Schauen wir mal. Soll ich mal eine Seite mithalten? Ja, gerne, gerne. Komm, wir nehmen das mal. Schauen Sie mal, in der Sauna heißt es ja immer, der ganze Körper sollte auf dem Handtuch sitzen. Und schauen Sie jetzt mal hier. 1,80 Meter Länge, 100% reine Baumwolle. Da hat man wirklich genug Platz. Auch am Strand oder im Schwimmbad ist das hervorragend zum Draufliegen. Ja, da hat man einfach die Größe, die man braucht. Und das Tolle ist wirklich sehr, sehr dicke Qualität. Wenn wir hier uns das mal gemeinsam anschauen, wir gehen jetzt hier auch mal auf die Details dann direkt. Wir haben hier eine ganz dicke Baumwoll-Frottee-Qualität. Schauen Sie mal, das ist so ganz, ganz dick, wenn Sie es von der Seite sehen, unflauschig, richtig schön. Damit macht das Abtrocknen Spaß. Und das Besondere an diesen Wilson- und Gabor-Handtüchern sind hier auch diese tollen Bordüren, die hier eingearbeitet sind. Sehen Sie das? Hier unten ist eine im unteren Teil und dann hier noch mal eine eingesetzt, also sehr edel gemacht. Ja, und unglaublich schön. Besonders saugkräftig. Man kennt ja vielleicht Handtücher, haben sie vielleicht auch schon mal daneben gegriffen und sie versuchen sich abzutrocknen. Sie sind immer noch nass, das Handtuch ist auch pitschnass und abgetrocknet sind sie eigentlich nicht. Das passiert natürlich hier bei dieser
Qualität nicht. Und wir haben hier die verschiedensten Farben. Ich finde, da kann man ruhig mal ein bisschen Abwechslung reinbringen oder je nach Vorlieben. Und hier beginnen wir mit Schwarz. Und Schwarz hat die Bestellnummer NX7207 und die 569, der Preis 23,66 €. Und ich liebe diese Größe eben, wie gesagt, für die Sauna. Das ist genau das Richtige. Und auch ja, Schwimmbad. Kommt ja hoffentlich auch bald wieder die Schwimmbadsaison. Wir warten ja alle auf Frühjahr. Wenn es Frühjahr da ist, dann ist der Sommer auch nicht mehr weit. Ha, und dann wieder ab an den Strand. Maschinenwäsche bis 60 Grad. Sehr, sehr pflegeleicht hier. Und das wirklich tolle Wilson- und Garbock-Qualität. Ich sage es nochmal, das sind Premium-Handtücher. Die finden Sie an anderer Stelle gar nicht. Oder sie sind wirklich sehr, sehr teuer. Dann zahlt man für ein Handtuch direkt 40 €. Oder auch mehr. Hier wirklich diese tolle, dicke, schmeichelhafte Qualität. Wir sehen es hier, Trockner geeignet und bis 60 Grad Maschinenwäsche. Das heißt, dann einfach in die Waschmaschine schmeißen, danach in den Trockner. Ganz, ganz schön. Und hier sehen wir nochmal toll diese Bordüren hier mit den unterschiedlichen Farben. Das sieht alleine natürlich schon mal toll aus. Und du zeigst uns auch gerade noch ein Highlight hier an diesen tollen Handtüchern. Ja. Da also viele, ist diese praktische Aufhängeschlaufe. Finde ich toll. Bei vielen Handtüchern ist es so, dass man am Etikett aufhängt, dass da gar nichts dran ist. Und da hat Wilson Gabor wieder mitgedacht, da haben wir so eine praktische Aufhängeschleife. Hier, so kann ich es irgendwo hinhängen. Und das finde ich nochmal besonders praktisch, auch in der Sauna zum Beispiel. Hängt man die Tücher auch mal gern, wenn man duschen geht. Also Sie merken, ich rede viel von Sauna. Ich gehe gern in die Sauna, vielleicht Sie auch. Und dann wären mal so ein paar richtig schöne Handtücher genau das Richtige für Sie. Und zumal Sie hier nicht 30, 40, 50 Euro kosten, sondern gerade mal 23,66 €. Und wir sehen jetzt hier im Overlay schon die zweite Farbe eingeblendet. Und zwar unser schönes Grau. Ich möchte quasi sagen Silber, weil das ist ja überhaupt nicht mehr Grau, sondern das ist hier schon tolles Silber, was wir hier haben. Und auch das wirklich wunderschön hier gemacht, sodass man das toll sehen kann. Wir sehen jetzt hier, genau, da ist das Graue. Ich nehme es jetzt auch mal. Ja, klar, nimm es mal in die Hand. Weil hier bei dem Silbernen, da sieht man hier ganz toll, wie die Bordüren auch rausgearbeitet werden. Das kann man hier ganz toll sehen. Gerade bei dem Silberfarbenen hier, toll, wie das gemacht ist, oder? Das sieht so edel aus. Und dann diese schöne, schmeichelweiche Qualität, so richtig dick und saugstark. Hier unten im unteren Bereich auch nochmal toll, diese Bordüre abgesetzt hier. Das ist auch schön, dass das so schön eingefasst ist hier unten auch nochmal. Ach, weißt du, ich könnte über das Handtuch so den ganzen Tag so drüber streichen, weil es so schön weich ist, aber trotzdem sehr, sehr saugkräftig. Das heißt, es trocknet mich wirklich wunderbar ab, wenn ich unter der Dusche vorkomme oder im Schwimmbad, am Strand, in der Sauna. Sie kennen ja die ganzen Anwendungen und ich finde das toll. Und da natürlich auch wieder diese praktische Aufhängeschleife dabei und einfach zum gut fühlen. Dann haben wir noch die Farbe Beige für Sie im Angebot. Die Farbe Braun, auch wunderschön. Und hier, Frühlingsfarbe, Ralf, Orange. Das ist natürlich toll, weil da greifst du immer das richtige Handtuch. Da weißt du, welches Handtuch dir gehört. Dieses tolle Orange, das ist immer so eine richtig satte, kräftige Farbe. Da erkennst du auch deine Liege oder deinen Liegestuhl sofort wieder. Wenn da das tolle orange Handtuch drauf liegt, weißt du, ah, da drüben muss ich hin. Oder auch mit den Kindern. Wenn man die Kinder irgendwo verliert, denkt man, ah, da sind die Kids mit so einem schicken Orangenhandtuch. Also das ist, glaube ich, so eine richtige Frühlingsfarbe. Ja, aber jetzt muss ich dir ehrlich sagen, die nächsten beiden, das sind meine Lieblingsfarben. Also dieses Bordeaux-Rot, wie ich immer dazu sage, und dieses Royal Blau. Ich bin jetzt allerdings nicht sicher, ob das genau die Farben sind, aber ich sag's halt so dazu. Und die gefallen mir persönlich am allerbesten. Auch aber das die ist ja wirklich richtig schön gemacht hier wieder mit diesen Bordüren. Das Rot wirklich wunderschön. Auch das Blau extrem satt. Hier sehen wir es schön gearbeitet mit dieser Bordüre. Das sind wirklich tolle, qualitativ sehr, sehr hochwertige Handtücher aus dem Hause Wilz und Gabor. Diese tolle Baumwoll-Frotte-Qualität. Wirklich richtig groß, 1,80 x 90, riesengroß. Egal, ob Sie in die Sauna gehen wollen oder am Strand liegen oder dann auch schön im Freibad später mal. Die sind wirklich für alles wunderbar geeignet. Hier haben wir nochmal die Übersicht über diese Baumwoll-Frotte-Handtücher in den unterschiedlichen Farben. Suchen Sie sich da bitte Ihre Bestellnummer raus in der Farbe, die Sie gerne haben möchten. Schwarz mit der NX7207 und der 569.
569 Grau hier mit der NX7205 und der 569. Die tollen beigen Handtücher haben hier die NX7189 und die 569. Braun auch sehr schön mit der NX7197 und der 569. Orange, Rot, Blau. Wir haben alles für Sie mit dabei. Schauen Sie einfach, was Sie brauchen. Sagen Sie den Kollegen im Callcenter Bescheid. Das ist wirklich Qualität. Damit werden Sie viel Freude haben mit diesen Handtüchern. Und ich hoffe, Ihre Lieblingsfarbe war auch dabei. Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Bad und wie man sich einfach das Leben einfacher machen kann. Und hier haben wir einen unserer Bestseller, nämlich vollautomatische Seifenspender. Die funktionieren ganz einfach mit Bewegungssensor. Das heißt, ich brauche nur meine Hand drunter zu heben und das mache ich jetzt einfach mal. Schauen Sie mal. So, und schon kriege ich genau die Portion Seife, die ich brauche, auf die Hand. Und ich hoffe, Sie sehen es jetzt. Und es tropft nicht nach. Das persönlich finde ich das Beste. Ich muss nichts anfassen, ich muss nur die Hand drunter machen. Und schon funktioniert es. Also ich finde, praktischer geht es gar nicht. Die Seife, die kriegt man in jedem, mittlerweile in jedem Discounter für sehr, sehr kleines Geld. Im Nachfüllpack, also Umwelt. Verträglich ist das auch noch. Einfach da oben reinfüllen? Genau, es wird einfach hier oben über diesen Einfüllstutzen eingefüllt. Es geht ordentlich was rein hier. Sie können dann diese Nachfüllpacks, wie Ralf gerade gesagt hat, benutzen. Und dann kam ich hier diesen tollen Seifenspender. Ich kann es ja auch noch mal zeigen. Es ist wirklich sehr, sehr praktisch. Man sieht hier auch direkt den Füllstand. Und er reagiert auf Sensortechnik. Das heißt, egal wie schmutzig oder rutschig oder glitschig Ihre Hände sein sollten, Sie bekommen hier immer die passende Seifenmenge, um hier Ihre Hände dann zu waschen. Ich kann es Ihnen noch mal zeigen. Möchten Sie es noch mal sehen? Ich gehe hier auch mal an diesen Seifenspender und dann zeige ich Ihnen, wie Ralf schon gesagt hat, es tropft nichts nach. Der Sensor erkennt hier sofort, dass meine Hand drunter ist. Es wird eine Portion Seife gespendet. Es tropft nichts nach hier oben. Alles bleibt schön und ich kann dann perfekt meine Hände waschen. Weißt du, normalerweise kommt man ja mit den dreckigen Händen und dann nimmt man erstmal entweder Seife in der Hand oder drückt auf den Seifenspender oben drauf und dann heißt die halbe. Die Hälfte vom Dreck ist ja schon weg, bevor ich Hände waschen anfange, weil die hängt dann auf dem Seifenspender. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Formschön sieht er auch noch aus. Das ist übrigens bei uns auf der Toilette im Bad, wo man sich auch die Hände waschen kann. Da steht genau so einer. Und sehr, sehr praktisch finde ich es übrigens auch in der Dusche. Ja, da haben die meisten so ein Eckregal oder irgendwo da hinstellen. Duschgel rein statt normaler Seife und schon ist das Problem gelöst mit dem, kennen Sie das, Shampoo suchen, ich weiß, da ist es, Hand drunter und ich habe mein Duschgel auf der Hand, ohne irgendwas anfassen zu müssen. Wir haben ja auch so kleine Moosgummifüßchen runter, das bedeutet rutschfester Stand für hier diesen tollen Seifenspender, einfach dann auf Ihre Fläche aufstellen und der steht dann ganz, ganz fest. Also wirklich ein tolles Gadget für das Badezimmer. Man kann auch Desinfektionsmittel reinmachen. Du hast schon gesagt, Duschgel oder Shampoo, das funktioniert auch. Und nie wieder dann mit den schmutzigen Händen irgendwie an einen Behälter fassen, sondern hier wirklich alles perfekt und optimal mit dieser Sensortechnik und toll portioniert. Ja, und gerade mit Kindern. Ich sage nur ein Stichwort, Nutella-Brot, das kennen wir alle. Oh nee, greif nicht an den Seifenspender, greif nicht an Wasser an. Erstmal die Seife drauf machen. Hier geht's, ohne was vorher anzufassen. Also, und dann Seife verteilen, Hände trocken machen. Das Ganze gibt's für 9,41 Euro mit der Bestellnummer NX5126 und der 569. So, und jetzt kommen wir zu einem meiner neuen Lieblinge, denn ich bin absolut überzeugt von unserem kleinen Rasierer, sage ich mal. Hier mit den vier Schwingköpfen, Sie sehen es jetzt vorne. Und ich war das letzte Mal schon überrascht, ich bin auch heute wieder ganz frisch rasiert. Und jetzt hören Sie trotzdem mal, ich hoffe, man hört. Hören Sie das? Der holt noch die letzten Härchen raus. Frisch rasiert und trotzdem geht da noch was. Ja, und wenn ich jetzt bedenke, dass ich für so einen Elektrorasierer gern mal 40, 50, 60 nach oben keine Grenzen Euro bezahle, dann hat es mich persönlich auch fast umgehauen, als ich den Preis gesehen habe. Schauen Sie mal genau hin. 9,41 Euro. Ich finde das wahnsinnig. Ist es auch. Und gerade falls man schon einen Rasierer vielleicht zu Hause hat, dann ist das hier Ihr Gerät für die Reise, Ihr Zweitgerät, was einfach dann in Ihr Beautycase mit reinkommt, in Ihre Kulturtasche. Da ist dann dieser Rasierer drin, hier oben.
mit den tollen 4 Scherköpfen. Die sind auch so leicht federn gelagert. Wenn ich da so reindrücke mit meinem Nagel, sehen Sie das sehr schön. Die bewegen sich dann so toll, passen sich natürlich optimal der Hautstruktur dann auch im Gesicht an. Und der ist toll für die Reise, für unterwegs. Man kann den auch toll aufmachen, kann ich Ihnen zeigen. Da sind dann die Scherköpfe, damit Sie mal sehen, wie das von innen aussieht. Zum Reinigen macht man den dann auch einfach auf und macht den dann sauber. Ne? Genau, da ist ja noch der Pinsel dabei, der ist im Zubehör inbegriffen. Und mit dem fahren wir dann einfach über die Scherköpfe. Also nochmal einfach hier draufdrücken, runter machen, ein bisschen sauber pinseln. Sie sehen das ja selber. Und dann setzen wir den Scherkopf einfach wieder drauf. Übrigens, das Akku hält bis zu einer Woche. Und dann schließe ich es einfach wieder ganz normal an die Steckdose an, lade das Akku wieder auf und habe wieder eine Woche Ruhe. Also erst habe ich gedacht, wäre so ein Reiserasierer. Dafür ist er natürlich auch perfekt. Aber ja, kommt ja auch mit dem kleinen Samttäschchen. Das heißt, der kommt dann da einfach rein, dann ist der perfekt für die Reise geschützt und kann mit in Ihre Kulturtasche. Und Sie haben den bei, überleg mal, 7 Tage Akkuleistung. Mhm. Das ist halt irre. Egal, wenn du für ein Wochenende mal verreist, 4 Tage oder so, hast du den dabei in deiner Kulturtasche. Für den Preis, das ist doch der Wahnsinn. So, jetzt wollte ich noch fertig führen. Ich habe erst gedacht, das wäre wirklich nur ein Reiserasierer für unterwegs. Aber den kann man auch als Erstrasierer zu Hause nehmen. 9,41 €. Also ich glaube, das ist Argument genug. Und Sie haben es gehört, wie gründlich der rasiert. Ich nass rasiert heute Morgen, ist jetzt 3 Stunden her. Und die Trimmerfunktion hat er auch noch hier hinten, ne? Ja, das haben wir auch noch. Da können wir die Koteletten noch ein bisschen nachziehen und Ähnliches. Oder auch, vielleicht trägt jemand den 3-Tage-Bart, dann kann man den damit noch stutzen. Also, von mir die Note sehr empfehlenswert. Zumal 9,41 € wirklich kein Preis ist für einen Elektrorasierer. Ich habe sowas von anderen Firmen schon gesehen. Eben, ich glaube, das teuerste, was ich mal gesehen habe, war 189 € für so einen Elektrorasierer. Der Preis hier vom Hersteller liegt auch bei 50 €. Deshalb, das ist ein absoluter TV-Sonderpreis für Sie da draußen, damit Sie einen schönen Rasierer haben. Was braucht man noch, um sich schick zu machen? Eine tolle Zahnbürste. Und auch da haben wir was Schönes für Sie im Programm zum ganz kleinen TV-Sonderpreis. Unsere elektrischen Schallzahnbürsten. Mhm. Ja, die funktionieren hervorragend und eben nicht durch Druck. Man muss also nicht schrubben wie ein Dummer oder kreisen oder was weiß ich, sondern hier wird mit Schall geputzt. Das Ganze sehen Sie hier in diesem Ladegerät. Das heißt, hier wird immer gleich der Akku aufgeladen. Und wenn ich es brauche, nehme ich es einfach mal raus. Und dann habe ich 3 Modi drauf. Und man hört es vielleicht. Hören Sie mal. Haben Sie den Unterschied? Ich hoffe, man hört den Ton, ich bin mir nicht ganz sicher. Hier haben wir jetzt einen Impuls, damit kann ich mich massieren. Jetzt haben wir die schwächere. Achtung, das ist die schwächere. Und jetzt gehen wir mal hoch auf 40.000 Schwingungen. Da hört man gleich, wie es höher wird. So, und dieser Schall, der sprengt jetzt im Moment oder im Prinzip den Schmutz weg. Wenn man über die Zähne leicht drüber fährt, dann sprengt der einfach den Zahnbelag weg. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Technik. Ich finde auch das Design hier wirklich traumhaft schön gemacht. Hier mit diesen Silberapplikationen auf der Zahnbürste selber. Ganz einfach zum Auswechseln hier oben dann die Bürste abziehen, die nächste draufstecken. Das geht ganz einfach. Es kommt ja auch mit dieser kleinen Station, wo schon eine weitere Bürste mit drin ist. Alles ordentlich und sehr hygienisch. Ja, und ich finde es einfach praktisch, weil ich habe keine große, kompakte Station, sondern Sie sehen jetzt wirklich hier in Handgröße. Das heißt auch fürs Reisegepäck hier wieder hervorragend geeignet. Das passt im Prinzip in den Kulturbeutel. Und ich habe trotzdem meine gewohnte Zahnputzqualität für unterwegs. Ein sehr, sehr schönes Teil. Fragen Sie mal Ihren Zahnarzt, was der empfiehlt, ob er ja normale Zahnbürsten oder doch eher Schallzahnbürsten empfiehlt. Und ich würde sagen, er wird Ihnen zu Schallzahnbürsten raten. Und vor allem, hier haben wir auch noch eine Timer-Funktion, die ich einschalten kann. Und bei Schallzahnbürsten reichen in der Regel 2 Minuten aus. Und dann schaltet er sich automatisch ab. Dann wissen Sie, okay, genug geputzt. Warten wir bis zum nächsten Mal. Wenn nicht, schalten Sie gerade wieder ein, putzen noch ein bisschen nach. Aber ich finde das sehr komfortabel mit so einer Schallzahnbürste, gerade hier mit 40.000 Schwingungen pro Minute die Zähne zu putzen. Das ist ein ganz anderes Zahngefühl. Wenn Sie zu Hause danach über Ihre Zähne fahren werden, nach dem Zähneputzen, werden Sie begeistert sein. Sie werden sagen, oh ja, meine Zähne haben sich noch nie so sauber und glatt angefühlt. Ganz, ganz toll. Und auch hier ist Platz für bis zu 3 Bürstenköpfe in dieser Vorrichtung. Sie können auch die Bürstenköpfe jederzeit bei uns nachbestellen. Fragen Sie da einfach die Kollegen im Callcenter. Auch für ganz, ganz kleines Geld. Das ist das Schöne. Die sind unten noch mit diesen kleinen Gummis hier gekennzeichnet, die Bürstenköpfe, sodass man die auch gut auseinanderhalten kann. Ja.
ja, dass man nicht die ganze Familie einbenutzen muss, sondern einfach nur die Station, aber verschiedene Köpfe. Die NC4897 und die 569, das ist die Bestellnummer für unsere Schallzahnbürsten. Wenn man sieht, dass die unverbindliche Preisempfehlung 99 Euro für so ein Gerät ist, dann weiß man, was man heute bei uns bei Pearl TV sparen kann. 37,91 Euro. Das ist der Hammerpreis hier bei Pearl TV. Wenn Sie schon immer am Überlegen waren, ha, hole ich mir jetzt eine elektrische Schallzahnbürste, die sind so teuer, dann ist jetzt der Moment da, an dem Sie zuschlagen sollten. 37,91 Euro, das ist unser Angebot an Sie. Schlagen Sie zu und Sie werden es nicht bereuen, denn das Zahnputzen wird ein ganz neues Gefühl werden.